Moin und herzlich willkommen bei Melli und Fogi. Ich bin Jens Thorsten Vogt aus Bremen und ihr könnt mich Fogi nennen. Heute möchte ich euch mal mitnehmen auf unseren Campingplatz. Den zeige ich euch mal und dann zeige ich euch auch, was sich da so alles verändern will. Okay, viel Spaß dabei. So, wir sind jetzt hier beim Campingplatz angekommen. Melanie räumt schon die Sachen raus. Und ich werde jetzt hier gleich erstmal den Kofferraum leer machen. Und ja, hier habe ich meinen Korb dabei mit ein paar Dampfen. Oh, da sind heute nur 5 drin. Dann haben wir hier unsere Grillsachen drin. Hier sind auch noch Essenssachen drin. Und dann haben wir hier Holzkohle und hier Pappteller und Grillanzünder. Ja. Ja, und Bettzeug haben wir auch noch mitgebracht. Ja, gut was zu tun hier. Tja, ich habe ja nächste Woche Urlaub und dann habe ich so einiges vor, will ich hier ein bisschen was umbauen. Und zwar der Wohnwagen da, der soll dahin, wo der Wohnwagen jetzt steht, weil der Wohnwagen da hinten, das ist einer, der ist, der bleibt immer hier stehen. Und das hier ist unser Reisewohnwagen. Und den können wir da hinten besser durchs Tor bekommen. Ja, und der Wohnwagen, der steht da aber schon, boah, keine Ahnung, 10 Jahre oder sowas. Und ich weiß gar nicht, ob sich die Räder von dem überhaupt noch drehen. Das werde ich heute erstmal testen. Ich werde ihn mal auf einer Seite aufbocken und mal gucken, ob sich die Räder drehen. Und ja, weil wenn sich die Räder nicht drehen, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen, weil dann wäre das echt eine Action, den Wohnwagen von da hierher zu kriegen. Ja, soweit der Plan. Und außerdem will ich den Wohnwagen dann auch noch von innen total umbauen. Die ganze alte Einrichtung raus und irgendwie nach eigenem Geschmack einrichten oder beziehungsweise nach Melanies Geschmack einrichten. Wenn es um Sachen in Einrichtung gibt, dann gibt es hier nur eine höchste Distanz und das ist meine Göttin. Was meine Göttin sagt, ist Gesetz. Ganz wahr. Und das wird gemacht und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist so unfertig. Der Punkt ist, Jens hat einfach null Vorstellungsvermögen und deswegen muss ich das machen. Ach, mein Vorstellungsvermögen. Ich kann mir so viel vorstellen. Aber du hast kein räumliches Vorstellungsvermögen. So. Ich kann mir vorstellen, in der Sonne zu liegen. Ja. Ich kann mir vorstellen, lecker zu grillen. Ich kann mir vieles vorstellen. Ja, und wie sieht der Wohnwagen hier aus, wenn er fertig ist? Das weiß ich nicht. Ahnung. Kann ich mir nicht weil vorstellen. Ich hätte ihn so gelassen, wie er war. Nee. Aber ja, das entscheidet eben meine Göttin. So sieht das aus, Leute. Gehe ich mal mit euch in den Wohnwagen, also in den alten, den wir mitgekauft haben. Ja, und da sieht das im Augenblick aus wie Kraut und Rüben. Aber ist ja egal, da wird eh alles rausgerissen. Der ist nämlich irgendwie auch total beknackt eingerichtet, weil, ja, ich mache hier mal eben die Tür zu. Also hier vorne ist so ein Doppelbett für Kinder und ja, da können wir ja nichts mit anfangen. Wir haben ja keine kleinen Kinder mehr. Unsere Kinder sind ja schon groß. Und dann habe ich mir gedacht, also hier geht es normalerweise ja, in die Nasszelle oder ins Badezimmer oder wie auch immer man das nennen will. Es wäre mir persönlich aber zu klein. Und da habe ich mir gedacht, ich mache die Tür hier, die mache ich zu und die bleibt zu. Und das, was jetzt hier drin ist, hier ist auch noch so ein kleiner Eckschrank, den reiße ich raus und dann geht man einfach hier, ist noch so eine Schiebetür, dadurch geht man dann hier in das neue Badezimmer rein
Und dann wird diese ganze Abteilung hier, das ja wird dann alles Badezimmer und Dusche. Ja, und hier habe ich mir gedacht, mit dieser langen Sitzecke kann man ja auch nichts anfangen. Gut, hier liegt jetzt auch noch total viel Mist rum, aber das ist ja erstmal egal. Kommt ja sowieso alles raus. Und da habe ich mir gedacht, wir reißen diese ganze Sitzecke hier raus, die Tische raus und die Bettkästen und so, es kommt alles raus. Und dieser Kram hier, den werde ich wohl stehen lassen, auch wegen der Stabilität, weil das versteift nämlich auch die Konstruktion vom Wohnwagen. Wenn man das alles rausnimmt oder auch hier solche Wände hier zum Beispiel rausnimmt, ich glaube, das geht auch an die Stabilität von dem Wohnwagen. Ja, und dann dachte ich mir, holen wir uns von IKEA so zwei Cocktailsessel, die wir da hinstellen. Und dann können wir da zum Beispiel Fernsehen gucken oder so. Ja, und die komischen Schränke hier, dieses komische Braun, das werden wir dann wahrscheinlich irgendwie weiß lackieren. Ja, und dann können wir nämlich hier vom Wohnwagen direkt da in den Pavillon gehen. Und ja, den Baum, den muss ich irgendwie auch noch ein bisschen kleiner machen. Ja, und dann würde eben das Vorzelt hier wegkommen. Hier ist ja auch so eine Fläche gepflastert. Das wäre dann unsere Fläche, wo wir uns dann auch hinsetzen können und uns sonnen können oder so. Ja, und das hier ist jetzt erstmal noch so ein Wintervorzelt. Das würden wir dann mal gegen ein anderes ersetzen. Aber erstmal soll das hier hin. Ja, und das hier, das soll dann hier die neue Einfahrt werden für unseren Reisewohnwagen. Hier kriegen wir den besser rein und raus. Ja, soweit der Plan. Die Frage ist jetzt, drehen sich überhaupt die Räder von dem Wohnwagen? Weil ansonsten muss ich mir einen ganz anderen Plan einfallen lassen. Jo, so langsam wird es wohnlich bei uns. Melanie hat gerade das Bett bezogen. Das sieht doch schon mal schön aus. Ja, es fehlen noch die Kissen, die Vorhänge kommen nächstes Wochenende. Genau, die Vorhänge kommen nächstes Wochenende. Ja. Ja, und dann, ja, dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Ja. Jo. Tja, also das eine Rad, das dreht sich. Das ist kein Problem. Aber das andere Rad, das hängt irgendwie ganz merkwürdig fest. Und zwar bewegt sich das nur so ein bisschen und hat dann einen richtigen Anschlag. Das finde ich komisch. Ja, so sieht das hier unterm Wohnwagen aus. Ja, reichlich Spinnweben und so weiter. Gut, der steht hier auch schon 10 Jahre. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ja, schon merkwürdig, dass das eine Rad sich nicht richtig dreht. Und ich erkenne auch gar nicht, woran das liegen könnte. Das ist das Rad hier. Dreht sich eben nur so ein kleines bisschen. Als wenn da irgendwie das Kugellager kaputt ist oder sowas. Die Bremse kann es nicht sein. Weil wenn es die Bremse wäre, dann wäre es einfach nur fest. Ja. Ja, schauen wir mal, was wir da machen können. Alles runtergenommen? Ja. Ach so. So, guck mal, der wird gar nicht knusprig. Okay. Na, puff. Jetzt explodiert es aber hier. Yippie! Jetzt hast du ja richtig Hitze. Ja. Können wir sofort essen. Ganz vergessen, uns beim Essen zu filmen. Das ist auch kein Wunder. Essen, denke ich nur ans Essen. Da kann ich nicht bei filmen. Melanie liest mir hier gerade die Kommentare vor. Moin Jens, jetzt muss ich dich in Schutz nehmen. Du hast zu 100% recht. Ich nehme auch immer ausreichend Dampfen mit zum Einkaufen, beziehungsweise Minimum 3 bis 4. Lieben Gruß Michael. Oh, zum Einkaufen. Das ist auch cool.
ich habe Tränen gelacht. Liebe Grüße aus Lokinzin. Wo ist das? Keine Ahnung. Endlich. Andrea schreibt hier, bleib auf jeden Fall so wie ihr seid. Daumen hoch und voll der Lachsmiley. So Sachen passieren mir auch öfter, weil ich einfach vergesse, wie alt ich mittlerweile bin. Richtig so. Jo, das ist Jens Lieblingsplatz unter seinem Lieblingsbaum. Genau. Hier ist jetzt Siesta angesagt. Na, Baby, Runde Bummeli? Ja, ein bisschen schlafen nach dem Essen. Siesta eben, ne? Verdauungsstarre. Ja, Verdauungsstarre. Die Lehnen jetzt machen. Ja, dann machst du erstmal die Lehnen. 3 Elemente. 1, 2 und 3. Die muss ich alle so zum Rausnehmen machen, so wie der hier ist. So müssen die alle sein. Ja, hast du dich getraut? Ja. Jetzt bete, dass er... So, das ist jetzt erstmal unsere Bettchenecke. Die Vorhänge fehlen noch. Wie gesagt, die kommen erst am Wochenende. Da draußen liegt jetzt. Ja, und hier vorne muss noch eine Verkleidung vor, aber das kommt noch. Und jetzt muss ich mich einmal umdrehen. Das wird die Küche, absolute Baustelle noch. So soll dann mal die Sitzecke aussehen. Ja, leider halten die Klemmen von dem Tacker den Stoff nicht, also habe ich es jetzt erstmal provisorisch rübergelegt, damit ich wenigstens schon mal weiß, aha, so wird es mal. Eigentlich schon ganz kuschelig. Oh, unser Kaffeewasser kocht. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Ja, und Melanie hat schon das Bett schön hergerichtet. Mal so aussehen. Es sind auch noch Muffins da. Und ich habe mal alle Dampf rausgeholt hier. Nicht alle, aber ein paar. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich dampfen soll. Oh. Weil es gibt Kaffee. Schon und wieder. Es gibt aber auch Kaffee? Melone. Honigmelone. Also wir trinken jetzt gerade Kaffee. Und Melanie war ja so lieb, schon mal irgendwie eine Melone vorzubereiten. Zeige ich euch mal eben hier. Und ich dampfe jetzt dazu Wassermelone mit sauren Ringen. Gut, ist zwar Wassermelone und keine Honigmelone, aber trotzdem, ist echt geil. Also es ist heute total warm. Ich weiß nicht, irgendwie gefühlt über 30 Grad. Also ich halte es heute nur im Schatten aus. Und jetzt so schön hier im Schatten sitzen, Kaffee trinken und Wassermelone mit sauren Ringen dampfen. Und dazu noch ein bisschen gut gekühlte Honigmelone. Ach Leute, das Leben kann so scheiße sein. Ich meine, so scheiße gut sein. Bist du fertig? Melanie meint, ich bin fertig. Und das stimmt, sie hat sie echt recht. Ja, ich stehe hier gerade direkt an der Weser
an so einer kleinen Landzunge. Also rechts und links von mir ist auch Weser. Und hier ist gerade richtig schön windig. Und ich mag hier gar nicht weggehen. Es ist gerade so richtig schön kühl an diesem extrem heißen Tag heute. Echt schön hier. Also den Punkt hier werde ich mir mal merken. Ich glaube, in Zukunft werde ich hier öfters mal stehen. Ja, und dabei kann man schön den Booten zugucken, wie sie hier vorbeifahren. Und dann kann ich ja davon träumen, was für ein Boot ich mir kaufe. Ja Leute, ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick von unserem Campingplatz bekommen. Und in den nächsten Tagen habe ich dann noch so einiges vor. Und da werde ich auch so ein bisschen was für euch filmen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt dran und guckt euch die nächsten Videos an. Ciao!